Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu-Kanals. Heute soll es um das Thema Hausschuhe im Winter gehen. Schuhwolle, die blendende oder bessere Alternative. Bleibt einfach dran, wen es interessiert. Wir sehen uns gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu-Kanals. Der Jahreszeit entsprechend, nachdem wir ja uns in verschiedenen Videos schon zu verschiedenen Themen mal geäußert haben, ist es natürlich auch mal wichtig, den Indoor-Bereich nicht ganz außer Acht zu lassen. Das heißt also, alles das, was sich zu Hause abspielt und ich vielleicht nicht den klassischen Hausschuh zu Hause haben möchte, weil die natürlich eine gewisse Geräuschkulisse haben, dann macht sich natürlich gerade im Winter der sogenannte Barfußschuh von Nanga bestens. Wir müssen immer hier leider sehr viel Überzeugungsarbeit für dieses wunderbare Material Schurwolle oder Filz aus Schurwolle leisten. Warum? Ganz einfach, für viele sieht immer dieses Material so extrem warm aus, so schwitzig. Es hat eine flauschige Oberfläche, es ist ein bisschen rau, es ist angeraut. Und schon alleine, das sind so Attribute, wo viele Kunden immer gleich denken, um Gottes Willen, da schwitzen ja die Füße des Kindes. Mitnichten. Wir haben es hier mit einem super tollen, natürlichen Material zu tun, das also eine hohe Feuchtigkeitsregulierung beinhaltet und was sozusagen auch den Fuß nicht zum Schwitzen anregt. Schurwollfilz hält schön die Körperwärme, das heißt, ich habe warme Füße, aber keine schwitzigen Füße. Zum anderen finde ich gerade auch bei dem immer sehr schön gemacht, man läuft hier auf einer doppelten Filzsohle. Ich tue das mal hier ein bisschen rausknubbeln. Man sieht es also, ich habe hier auch noch mal auf der Innenseite eine schöne Filzlage verarbeitet. Das heißt, ich habe einen wunderbaren, ich will nicht sagen wie Memory-Effekt, aber es ist so ganz weich auftreten. Wunderbares Laufgefühl. Natürlich kann ich solche Schuhe auch zu Hause mal barfuß reinrutschen, muss nicht immer gleich die Socke nehmen und trotzdem werde ich ein schönes Laufgefühl haben. Weil das Schöne bei den Nangas ist ja, es sind ja wirklich extrem flexible Schuhe, bestehend aus rein natürlichen Materialien. Das heißt, da ist kein Synthetik dran, außer vielleicht, wenn man jetzt mal den Gummizug mal abziehen würde. Aber den brauche ich ja sowieso, damit ich ein bisschen Halt habe. Aber ansonsten kann sich der Fuß hier wirklich ganz natürlich bewegen und wird in seiner Bewegungsfähigkeit mit keinster Weise eingeengt oder behindert. So, das Schöne ist natürlich auch, wir haben eine absolute Rutschfestigkeit. Wie sagt man so? 100% Stoppeigenschaften, bedeutet aber auch, ich muss meine Füße ein bisschen heben, weil diese Sohle, diese Kautschuksohle, dieses Naturkautschuk, was wir haben, was porös aufgespritzt wird, ist natürlich hier um die Sohle noch mit herumgezogen. Es ist eine getauchte Sohle. So, damit geht die Kante hier noch mit ringsrum und wenn ich meine Füße nicht hebe, dann stoppt der Schuh halt. Und deswegen empfehlen wir natürlich solche Modelle. Ihr seht, die gibt es natürlich auch in kleinen Größen, von der Größe 18 bis zu 26 mit dem Klettverschluss und natürlich auch von der Größe 20 bis 35 in diesen schönen Designs für die Kinder bis Größe 35 und in unifarbenen Modellen natürlich auch bis hoch in die Erwachsenenmodelle. Wir hier in Leipzig verkaufen natürlich immer eher die flacheren Modelle, für die kleinen Kinder auch mal gerne die etwas höheren. Aber es gibt davon auch diese Hütten, sogenannten Hüttenschuhe, die jetzt noch mal einen hochgezogenen Schaft haben, wo ein Kragen dran ist, auch noch mal aus Wollfilz. Die gibt es auch, aber die führen wir leider weniger, weil da ist der Bedarf hier nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sag mal, für die Funktion des Füße warmhaltens und zu Hause nicht wegrutschen, machen das sozusagen die kurzen Modelle hier in der großen Stadt Leipzig natürlich genauso gut. Wie ihr seht, gibt sich da Nanga natürlich immer alle große Mühe, verschiedene Designs zu machen. Es gibt immer wechselnde Bilder zwischen rechten und linken Fuß, dass man dann also auch immer als Kind merkt, aha, das Bambi muss auf die Seite und der Klopfer ist auf diese Seite. Ja? Oder wie hier, dass man hier auch mal diese wechselnde Frisur hat, woraus sich erklärt, das ist Faultier Mann und das ist Faultier Frau.
Da ist auch dieser gewisse Lerneffekt mit dabei, zwischen rechts und links mit zu unterscheiden, weil ansonsten ja Kinder in dem Sinne ja nicht darauf achten, ob jetzt sozusagen das Schild an der Außenseite aufgebracht ist, sondern die orientieren sich ja doch mehr auf das, was vorne zum Gesicht hin ist. Wunderbare Modelle, wie gesagt, die auch wie gesagt bei 30 Grad waschbar sind. Ich empfehle immer, bitte einen Wäschesack zu verwenden, einen Wäschebeutel bei der Wäsche. Und bei 30 Grad im Schonwaschgang ist hier überhaupt kein Problem. Bitte Weichspüler weglassen. Ganz einfach, der Weichspüler enthält Weichmacher und die würden dann sozusagen den Naturkautschuk hier unten angreifen, zersetzen, ihn klebrig machen. Heißen ja nicht umsonst Weichmacher, die im Weichspüler halt mit drinne sind. Sind also für diese Schuhe tödlich, muss ich wirklich sagen, weil im dümmsten Fall können sie dann hier sozusagen den Kautschuk vom Schuh ziehen. Und es ist dann so dieses unangenehm klebende Geräusch. Also wunderbare Schuhe, gerade jetzt für die kühlere Jahreszeit, für den Winter ja sowieso. Und wer fußbodenkalte Wohnung hat und zum Beispiel im Erdgeschoss wohnt, wird sie zu schätzen wissen. Weil wir verzeichnen da wirklich steigende Verkaufszahlen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und mit den neuen Energiesparmaßnahmen werden Sie wahrscheinlich auch noch ein paar Liebhaber dafür finden, weil ich muss sagen, die sind Ihr Geld wert. Ganz einfach, weil der Nanga wächst ja sozusagen wie ein Stückchen mit. Wir haben ja hier bei dem eine gewisse Pufferzone, die befindet sich diesmal hinten im Fersenbereich. Das heißt, wenn Sie einen Nanga-Schuh kaufen, der darf gerne ein, zwei Nummern größer sein. Wichtig ist vor allen Dingen, dass also das Fersenbein hier hinten noch diesen gewissen Rückhalt hat. Und dann habe ich natürlich aufgrund der textilen Struktur einen Schuh, der sich sozusagen zieht. Der wächst also praktisch mit dem Fuß mit. Es gibt Kinder, die können solche Modelle ein ganzes Jahr lang tragen. Und da muss ich doch sagen, da sind doch 30, 35, je nach abhängig von der Größe her, bis 40, 45 Euro hier wirklich nicht verkehrt investiert. Wie gesagt, tolles Material, tolle Eigenschaften. Vor allen Dingen, wenn ich die auch mal barfuß ziehe. Wir wissen ja, Wolle nimmt nicht so schnell fremde Gerüche an, ist antibakteriell. Also super tolles Material. Ich kann es nur jedem wärmsten empfehlen. Und ansonsten, wir werden es ja sehen, wie diesmal der Zuspruch bei unseren Kunden ist. Ich denke mal, ich habe euch damit wieder einen tollen Tipp gegeben. Würde mich freuen, was davon zu lesen oder zu hören. Und ansonsten bis zum nächsten interessanten Thema. Ich freue mich.